I came to play. There's a price to pay. Time for you to get down on your knees. Und damit einen wunderschönen guten Abend und hi an der Stelle. Und ich weiß, was ich beim letzten Mal gesagt habe, aber das stimmt nicht mehr so ganz. Wir sind wieder bei unserem Lieblingssimulator irgendwie, irgendwo. Und wie man oben sieht, eigentlich wollte ich ja so um die 450.000 oder so machen. Hat jetzt noch nicht so ganz funktioniert. Liegt aber auch bloß daran, dass es zwischendurch, ich mach schon mal auf, warte mal, dass es zwischendurch schon mal noch ein Update gab. Es gab wirklich, und wir haben es letztes Mal noch drüber gesprochen gehabt, Stove ist bloß, mir ist dann aufgefallen, wo ich dann einfach so weitermachen wollte, warum steht hier wieder Supermarkt und warum kann ich nicht mehr da rein delivern lassen? Ja, liegt nur daran, dass das Update Folgendes bewirkt hat, dass die, unsere tollen vier Hansels hier, die bringen das auch da selber rein. Dementsprechend dauert das alles wieder wesentlich länger. Ich kann sie zwar so noch machen lassen, aber ich muss halt immer warten, bis die dann irgendwie mal fertig sind und so. Ich habe jetzt auch, sieht man ja ganz schön hier dran, mich dazu entschlossen, nicht mehr immer alles zu kaufen, sondern einfach mal nur die wichtigsten Sachen, weil bis die mit Einräumen fertig sind und ich habe dann keine Lust mit einzuräumen, um ehrlich zu sein, werde ich wahrscheinlich, denke ich mal, heute machen. Wenn möglich ist. Problem ist bloß, wenn Bude voll ist und das dann wieder so rumstockt, dann eher ungünstig. Außerdem mache ich das meistens am nächsten Tag, bis ich dann hier schon mal ein paar Regale durchgehe, bestelle. Das ist das Einzige, was gut und was noch funktioniert. Der Scanner ist noch am Start. Und dass ich mehr wie 10 Sachen reinladen kann. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel alles mache, Alter, das sieht hier vorne aus, Alter. Das ist mir auch noch nie aufgefallen, aber okay. Teilweise da hinten irgendwie drinne, teilweise hier hinten an der Mülltonne liegt das Zeug dann, warum auch immer. Das so weit fliegen muss. Aber, was Schönes. Ich lass da mal ein bisschen rumpiepen. Mir ist das dann erst aufgefallen, woran es liegt. Ich dachte, hä, warum funktionieren die Mods nicht mehr? Okay, nochmal rausgehauen, wieder reingeschmissen, funktioniert alles nicht mehr. Bis ich dann gesehen habe, hier so, oh,
dass da Update war, das habe ich überhaupt nicht auf der Seite gesehen gehabt. Aber hier ist auf einmal Farben. Für wie viel das reicht, weiß ich nicht. Und wir können den Boden auch ändern. Das ist halt so eine Sache, ich weiß nicht, ob ich es hinkriege, kostentechnisch. Das zu machen, würde ich aber ehrlich gesagt gerne. So viel Boden ist hier eigentlich auch nicht. Ich stehe ja immer auf sowas. Aber wie sieht das dann aus? Und das sind halt bloß 10 Sachen. Deswegen wollte ich jetzt erstmal den Tag machen, damit wir ein bisschen was kriegen. Ich weiß auch nicht, wie viel die Farbe reicht. Wofür es aber reichen sollte, zumindest das, was ich mir ausgerechnet habe. Und ich hoffe, ich habe ihn nicht verrechnet. Warte mal, erstmal Rechnung. Hatte ich bezahlt, ja. Dass ich mir zumindest hier die eine Geschichte mit den Weichspüler und bla hole. Und wir hatten ja eigentlich das Lager schon komplett voll. Das würde ich auch nochmal erweitern. Und so wie ich es mir ausgerechnet habe, ich werde mir aber erstmal die Lizenz holen, sollte das doch funktionieren, dass wir uns wieder alles holen können. Heißt also auch, die Regale, die ich mir da geholt habe, sind nicht der total für den Arsch. Und ich werde das wahrscheinlich so, also ich hoffe, dass das hier hinten weitergeht und nicht da noch. Dass wir das dementsprechend so weit machen können, dass wir dann, naja, auch die Sachen, die ich jetzt hier hingepackt hatte und so und hier drüben, woanders gewesen. Ach hier, zum Beispiel das, dass ich das alles wieder dann so hinpacke, dass das auch passt. Das würde ich eigentlich fast so lassen und das ganze Regal würde ich dann darüber verschieben, weil das hier ist halt bloß so, ne. Ist halt ein bisschen eng. Dementsprechend wird das, denke ich mal, heute auch eine relativ schnelle Geschichte werden. Was halt auch ein bisschen doof war, hier die Kasse musste ich ein bisschen auseinanderstellen. Weil oder war das hier? Ich glaube, das war hier. Hier sind sie auch immer durchgelatscht. Und sind da nicht so wirklich durchgekommen. Haben sich dann die ganze Zeit hier so, bis sie sich dann irgendwann mal entschieden haben, durchzulatschen. Deswegen, ne, kann das alles ein bisschen dauern. Und die Leute finden das Zeug teilweise nicht. Was halt aber auch ein bisschen scheiße war, dass das, was ich an Kartons mir hier hingepackt hatte, eigentlich so für zum Umräumen und so, ist auch alles weg. Aber ich glaube, wir waren ja so weit fertig zum Glück gewesen. Also das wollte ich ja eh noch umräumen. Vielleicht machen wir das heute auch noch. Aber ich wollte ja für den letzten Stream auch noch ein bisschen was lassen, ne? Nicht, dass es bloß eine halbe Stunde läuft und dann haben wir alles. Es wird mit Sicherheit dann noch mehr kommen, denke ich mal. Also es kann sein, dass da noch mehr Laden? Ja doch, Ladenerweiterung ist. Die kalten den voll. Das siehst du, da kann ich ja ausnahmsweise mal hier so. Warte. Wird bestimmt gleich Ping machen. Nicht wahr. Ich wusste es doch. Nee, dass es so ist, dass ich, dass da bestimmt noch was kommt. Noch mehr Artikel. Vielleicht. Ist das so laut? Kann ich? Warte mal. Vielleicht ist das auch bloß auf meinen Ohren jetzt so laut. Naja. Dings einstellen konnten wir ja nicht. Wo war ich jetzt gerade gewesen? Achso, dass dann noch mehr Erweiterungen und sowas kommen. Ich weiß halt nicht, ob ich dann irgendwann später noch irgendwann noch mal reingucken werde. Aber solange sich das halt nicht bessert mit den, naja, du machst maximal deine 5.000, 6.000 pro Tag. Ich will ja auch irgendwann mal andere Simulatoren spielen. Und an Spielzeit, ich wollte mal gucken, was ich jetzt bei Forest habe, aber leider geht das nicht, weil ich es auf der PlayStation gespielt habe. Und bei PlayStation 4 hast du sowas halt leider nicht, wie viele Stunden du gemacht hast. Und würde mir theoretisch, ach da, auch nicht so übermäßig viel weiterhelfen, weil ich bin ein bisschen verwirrt. Denn wenn ich mal hier Dings laufen lasse, dann steht da Deutschland zum Beispiel 170 Stunden Spielzeit. Glaube ich. Dann will ich es nächsten Tag irgendwie wieder starten. Auf einmal steht da bloß 140.
Also, was heißt bloß, aber. Ich weiß halt jetzt nicht, welche Zahl wirklich stimmt. Das ist halt ein bisschen komisch. Obwohl ich mir das schon gut vorstellen kann, dass die längere Zeit da zählt. Ich weiß nicht, ob das. Ja, doch, mit dem Stream auf dem Dings, auf dem Lappy soll es eigentlich nichts zu tun haben. So, Problem ist bloß, jetzt habe ich mich hier eben mal rangesetzt. Mit dem Einräumen. Aber eigentlich sollte da ja nichts weiter passieren. Die haben aber auch neue. Kann ich ja dann auch nochmal zeigen. Neue Regaltypen. So mit Eck und so. Das würde ich mir vielleicht auch ganz gerne gönnen. Aber was für mich erstmal wichtig ist, die Lizenz holen. Den Scheiß in die Regale packen. Aber das hatten wir ja schon. Oder haben wir uns ja schon frei gemacht. Dass wir das wenigstens haben. Und dann uns. Na toll, Typ, Alter. Dann uns ans Lager machen. Wäre vielleicht auch eine feine Geschichte. Was mir aber auch aufgefallen ist, siehst du, das wollte ich vorhin noch erwähnen, wo ich bei den Mods war. Also kann sein, dass ich da nicht richtig geguckt habe. Aber ich möchte fast sagen, auf Nexus-Mods sind. Ist halt so gut wie alles, was ich damals gefunden habe. Also kann auch sein, dass die dann Beschwerde gekriegt haben vom Entwickler. Macht den Scheiß da weg und ne, dann ist alles gut. Ich habe da aber echt eigentlich gar nichts mehr gefunden. Außer dieser Hauptmod, sage ich mal, die du ja eh brauchst, um die anderen zu installieren. Aber unter Supermarkt-Simulator direkt waren jetzt ein paar, wo du, was weiß ich glaube, polnische Sprache oder sowas, bin mir gar nicht so sicher. Aber alles das hier mit mehr, keine Ahnung, mehr Kunden und dass die Regale automatisch eingeräumt werden und sowas und auch den Scanner und so, habe ich dann ehrlich gesagt gar nicht mehr gesehen. Ich weiß ja nicht, wie das da läuft, aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dadurch, dass das ja, glaube ich, nicht unbedingt so legal ist. Und die Leute das von sich aus dann machen. Dass der Entwickler dann wirklich angeschrieben hat, yo, die waren noch gar nicht fertig. Mach das mal bitte alles weg und dann passt das schon. So, ich weiß jetzt nicht, inwieweit die. Ich hier nicht auch immer Licht? Dann sehe ich jetzt hier so gut wie nichts. Aber jetzt kann ich wenigstens mal die Kartons sehen. Das war ja immer der größte Mist, dass ich nicht sehen konnte, wie viele Kartons hier sind jetzt, also im Hellen. Jetzt kann ich das wenigstens mal überblicken. Ich glaube, so viel. Stoppt erstmal, ist normal. Ach, da Eier. Okay, das passt auch noch. Okay, im Dunkeln hier rumzuwandern ist aber auch so ein Ding, Alter. Das dachte ich mir, ich hole schon mal ein bisschen was. Toll, jetzt habe ich mir immer Food irgendwas geholt, glaube ich. Na toll, muss ich wieder rauspacken. Aha. Obwohl, so super erkennt man das jetzt hier auch nicht. Und ich habe das jetzt mir angewöhnt, wieder alles einzeln zu machen. Aber es wird ja zumindest streamtechnisch wird's euch ja nicht so sehr jucken, nehme ich mal an. Aber warum die Beleuchtung nicht funktioniert, das wundert mich ein bisschen. So, ich habe da Apple Juice gehabt, ne? Orangensaft so. Machen wir mal raus. Oh gut, die Herrschaften sind ja nicht mehr so lang. Was ich aber mal gucken könnte, ob die Nightshift-Mod noch funktioniert. Weil dann müsste das Regal ja wieder voll sein. Weil ist ein bisschen wenig im Dings drin. Achso, hier wollte ich eigentlich auch noch Beleuchtung machen. Das haben wir eh freigelassen. Das war das Basmati. Müssen wir mal gucken, ob das noch funktioniert.
Weil das war mit das Einzige, was ich jetzt nicht unbedingt überprüft habe, wenn der Herr hier sich mal ausscheißt. Und was noch geklappt hat, habe ich aber auch bloß durch Zufall gesehen. Wir hatten mal einen Kunden, der über 300 da gelassen hat. Was auch schön war. So, ich mach mal Dings hier. Mal gucken, beim Basmati müssen wir, ne? Bitte nicht zu viel. Okotorko und Wein. Warte. Okay, das funktioniert auf jeden Fall noch. Das funktioniert zum Glück noch, dass die alles einräumen. Ich habe mich nämlich schon gewundert, warum das so wenig ist. So. 30 und Levine. Ich glaube, hier war ich auch noch nicht so zufrieden, ne? Weil da die Chips mit drin sind und diese 6er Milch, Wein. Ach, da hinten. Und das könnten wir mal probieren, von wegen ins Eckregal. Aber dadurch, dass ich halt keine Kartons mehr habe, ist das halt auch so eine Sache. 14,90. Und was mich auch irritiert, aber es kann sein, dass das bloß am Laptop so aussah. Ne, die Schilder sind gelb. Ich hatte ja zwischendurch immer Schilder, die irgendwie rot waren. Und ich dachte, okay, das ist eigentlich ein ganz nicer Move. Dass ich dann gleich sehe, okay, da ist zu teuer oder zu günstig. Aber das ist jetzt irgendwie gerade gar nicht mehr der Fall. So, dementsprechend, da wird ja einiges fehlen. Hau ich das mal raus. Dann bestelle ich nämlich für die Kollegen mal, dass die gleich reinräumen können. Und wir kümmern uns um den Rest. So, kann jetzt dementsprechend natürlich ein bisschen dauern. Aber man hat's ja, denke ich mal. Oh Gott. Man hat es ja, glaube ich, gesehen, dass man nicht viel sehen konnte. So. So, das passt eigentlich alles noch ganz gut. Genau, wo mir das zuerst aufgefallen ist, dass. Also sieht auf meinem Laptop schlimmer aus, sage ich mal so, dass das hier voll schwarz war und dass die Kartons da wie. Naja, wie im Boden, zumindest hier unten, hier sieht man es, glaube ich, ganz gut, dass die da verschwinden. Das war so das Erste, wo ich ein bisschen irritiert war. Da ist doch überall nur noch ein paar drin. So, bei den Kleinen wollte ich ja nicht so viel. Das dauert ja sonst mit dem Einräumen wieder. So, Kollegen. Ihr könnt schon mal ein bisschen was machen. Aber dann kann ich auch gleichzeitig, glaube ich, gleich mal zeigen, was ich meine, dass das dann aussieht wie Scheiße. So, nicht zu viel, außer von dem, wo wir wirklich brauchen. Auch schwer. Ich sträub mich immer bei so kleinen Sachen, ne? Weil die in Ewigkeiten brauchen, um das reinzutragen. Aber hilft ja alles nicht. So, das passt noch. Und ich müsste es eigentlich auch gar nicht regalmäßig so machen. Aber gut, ich habe es jetzt so eingeräumt. Das geht dementsprechend schon. Ach, 7 und 3. Ich hab da, dachte, hä, erst 5? So, nö. Das passt auch. Nehmen wir noch den mit. So. Das Einzige, was ich natürlich jetzt einspare, ist die Lieferkosten für schmeißt das Zeug gleich in die Regale. Das war ja auch immer so um die 400. War ich jetzt hier schon? Doch, Wein, Whisky, ja doch, war ich schon. Aber ganz ehrlich, ich zahle das lieber und... hab damit ordentlich Zeitersparnis.
das geht auch noch. Das ist wie so ein arschteures Zeug, ne? Okay, das passt. Das passt auch noch. Ja, und hier muss ich halt nicht immer rumgehen. Kann nämlich alles so immer anklicken. Da oben ist alles noch frei. Da können wir eigentlich auch wieder Sachen... 1, 2, 3, 4. Ganz ehrlich, warte mal. Weil dann können wir das auch wieder voll machen hier. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich meine Rechnung mit drin hatte. Nein, zwecks Regale. Und ich hätte das neue Zeug vielleicht erstmal als erstes kaufen sollen, oder? Weil guck dir die Scheiße doch mal an. Aber ich sag mal so, es war schon mal schlimmer. Aber was ich dann so die meiste Zeit gemacht habe, war hier wirklich so flup. Das eigentlich von der anderen Seite hier holen. Was wir natürlich auch erstmal machen könnten, wäre die einräumen. Nee, ich wollte die Lagererweiterung extra später haben. Achso, siehst du, unser Dings können wir ja auch umbenennen wieder. Das war, glaube ich, auch gar nicht so teuer. Jetzt muss ich bloß mal gucken, wo das war. War das auch bei Verwaltung? Anpassen. Genau, Supermarktname. Oh Gott, wie hießen wir denn? Genau. Steuern. Okay, hier kann man ein bisschen rumspielen. Ja, muss schon fett sein, ne? Schön, Textfarbe hat sich gar nicht geändert. Ah, jetzt. Aha. Warte. Okay, das ist eigentlich ganz gut, dass man so Feineinstellungen machen kann. Okay, und Hintergrundfarbe. Ja, belasse ich es bei Rot. Wir hatten eigentlich auch schon so Rot, ne? Oder so ein dezentes Orange. Komm mal her hier. Nein, nee, es geht zu sehr ins Rot wieder rein. Ist halt eine freaky Bude. Kostet mich 250. Warum zum Fix ist... Eingang ändern? Ach, außerdem ist Eingang... Ja, das finde ich... Eingangsposition... Alter, das ist laut. Ich lasse den aber mal so. Jetzt muss ich mal gucken, wie das von draußen aussah, weil er hat, glaube ich, nicht die Breite gespeichert, oder? Doch, hat er. Sieht jetzt nicht so geil aus, aber ist wenigstens unser Name. Ich würde mal spaßeshalber von den Farben her hatten wir blau. Ich glaube, wir hatten was Blaues auch, ne? Das heißt grün. Ich will halt bloß mal gucken, wie das so ist. Eigentlich würde ich jetzt nicht großartig rumgestalten.
okay, da ist schon mal das Blau. Aber für wie viel reicht das? Das ist ja die Frage. Okay. Wo, da könntest du auch so ein gestreiftes Ding draus machen. Aber für lange hält das nicht, ne? Oh, du bist hier hinten. Hallo? Keine Farbe. Ja, lol. Hat ja richtig lang gereicht. Ich will auch nicht so viel davon jetzt ausgeben. So. Ich hole mir noch einen. Was war denn das? Farbe 9, ne? Ich meine, das ist jetzt für unsere Verhältnisse auch nicht super teuer. Aber ich will erstmal die Lizenz machen. Und hier dürften wir eigentlich nicht so viel brauchen, weil wir haben ja schon angefangen gehabt. Und ich habe nicht, ich hätte glaube ich nicht, die Taste loslassen sollen. Oh ja, das heute ist so recht schwer. So. Ach toll. Aber ich sag mal so, das geht da ewig, da will ich dann keine Farbe dran verschwenden. Ja, ist erstmal okay. Aber der Boden, das interessiert mich jetzt schon, der Boden. Alter. Ich kaufe mal. Ist er aus 10er? Wenn das plus 10 Dinger sind, das ist aber nicht viel. Aber man könnte so gesehen, wenn man jetzt die Kühltruhen wieder umräumt, das quasi vor die Kühltruhen machen. Aber ich würde es vielleicht... Weiß ich jetzt nicht. Ich habe jetzt 6 verbraucht, ne? Und ist leer, ne? Jo, Box ist leer. Aber jetzt habe ich schon mal damit angefangen. Aber man müsste halt, das wäre schön, wenn man da rumprobieren könnte und nicht gleich Kohle für rausschmeißt, auch wenn es jetzt nicht viel ist. Ja, super. Ich müsste wahrscheinlich eh noch mal kaufen. Und leer. Aber ich muss sagen, die sind doch flotter, wie ich dachte. So, okay. Mit der Spielerei, ich hole das jetzt noch einmal. Und dann ist gut. Das ist dann vielleicht, was wir dann beim letzten Stream machen können. Wo wir an sich genug Dings haben müssten. Das heißt, alles auf einer Höhe hier. Und ich glaube, so viel habe ich hier eh nicht mehr drin. Dann sieht man das auch nicht. Na super, habe ich jetzt echt noch einen drüber? Nee, hat soweit gepasst. Okay, dann lassen wir das nämlich so. Und zwar... Lass mal... Ach hier, bei den Möbeln. Also die haben schon Eckregal innen. Halbes viereckiges Regal. Weiß ich nicht unbedingt, was ich damit darunter vorstellen soll.
viereckige Eckregal außen. Großer Kühlschrank hatte er, glaube ich, schon vorher. Kleiner Kühlschrank abgerundet. Großer Kühlschrank abgerundet. Wäre halt für bestimmte Sorten. Für Käse oder sowas eigentlich ganz nice. Dann haben wir noch einen Mini-Kühlschrank. Aber wer weiß, wie viel da reinpasst. Bei den anderen Sachen weiß ich wenigstens, was da passt. Was ich aber mal spaßeshalber... Ich brauche dann so ein Innen, glaube ich, ne? Obwohl, das kannst du glaube ich, so als Insel nutzen. Ich würde mal hier eins in den Warenkorb legen und erstmal die Lizenz holen. Halt, erstmal mehr oder weniger das Wichtigste. Das war die hier gewesen. Zack. Stimmt, der Zahnpasta. Aber da hatte ich, glaube ich, auch ein Dings freigemacht. Ich würde bloß mal... Ich würde, glaube ich, von denen... Sind zwei passen rein. Ein Vierer. Von denen bloß drei. Einfach bloß, dass ich mir das im Dings markieren kann. Und Zahnpasta sieht ehrlich gesagt nicht so groß aus. Mach mal fünf. Jo, dass wir das auf jeden Fall erstmal haben. Und das Ding wollte ich ja mal gucken für hier hinten. Ach du Scheiße. Hallo? Hä, warum? Ich wollte gerade sagen, Alter. Oh nein, jetzt muss das... Das ist echt so eine pixelgenaue Geschichte. Oh nee, Alter. Ich das nicht schon alles sehr... Ich glaube, ich komme da sogar nicht mehr wirklich weiter an die Seite ran, ne? Ne, ich komme... Das bringt mir einen Scheiß hier. Weil halt ein Müh fehlt. Also... Ich kann versuchen, das näher ranzustellen. Das wird aber, glaube ich, nicht gehen. Also ja, jetzt kann ich es gerade machen. Toll, was mir beim letzten Mal nicht so... Beim letzten Mal nicht so hingehauen hat. Warte. Ja, mehr oder weniger gerade. Aber näher ran kriege ich es halt deshalb trotzdem nicht. Also es passt halt von den Maßen null. Ja. Es fehlt halt ein Müh. Das ist halt auch nicht durchdacht. Das ist doch doof. Und da ist der Kühlschrank im Weg. Obwohl, ich könnte ja... Obwohl... Ich könnte den Joghurt auch hier rüben hinbasteln. Dann steht der aber wieder ein bisschen... Das ist nicht meine zittrige Hand. So. Kriege ich dich klumpert jetzt da rein? Wahrscheinlich nicht, weil das andere Regal im Weg ist, ne? Es ist halt wieder so ein Müh. Warum habe ich mir das auch geholt, ey? Shit.
mach das gleich nochmal mehr oder weniger ordentlich. Ich wollte jetzt halt bloß gucken, wie es aussieht. Ich meine, von der Größe her haben wir ja alles. So. Ja, wir haben jetzt hier eine Lücke, aber an sich ganz nice, wenn das halt nicht so wäre, dass dann da ein Mühe wieder fehlt. Ja. Und die hätten ehrlich gesagt gleich ein Clipping-System einbauen können. Das wäre schön. Oh ja, wir werden ja gleich sehen, wie der Wand. Naja, hier haut fast hin. Aber sehr viel näher, also. Das ist ja schon Aufstoß. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber erstmal egal. Ich möchte ganz gerne erstmal das Zeug da reinräumen. Und nicht vergessen, wieder Dings anzupassen. So. Kartons verschwinden auf wundersame Weise so oder so. Dann machen wir hier 1940. Das ist genau das Gleiche. Stockt jetzt schon wieder rum. Was steht? Wollte hier immer Klopapier klauen, der Meister? So weich. Warte mal, hatte ich Weichspiel hier hinten Platz gelassen? Jo. Ich wollte gerade sagen, theoretisch sollte ja alles durchdacht sein, aber auch nur theoretisch. So, das machen wir für 89. Dann springen wir den Kack mal weg. So. Da müsste noch immer Klopapier, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt für die was war's? Ach, für die Zahnpasta. Hatte ich für die Zahnpasta Platz gelassen? Ach du Scheiße, Zahnpasta sind ja so clean Dinger. So, Format 12 mal Petus. Kein Plan. Das ist eine gute. Was machst denn du, Alter? Das ist ein bisschen überall, befürchtet der Kollege. Das war Weichspiel für drinnen. Nee, das war auch für drinnen. Gut, hatte ich irgendwo noch Platz gelassen? Nee, ne? Ich hatte ja gar keinen mehr. Oder ein kleines Regal. Ich meine, Regal brauchen wir sowieso noch, ne? Oder packe ich die da erstmal rein? Ich meine, es kommt ja jetzt bloß noch Bücher und dann Wein und Whisky und sowas, ne? Das Doofe ist halt, obwohl da habe ich noch Chips. Und hier machen wir ja noch frei. Ich hol einfach mal ein kleines Regal. Dass dies da hinkommt. Möbel. Kleines Regal, ne? Halbes Regal. Aber wir haben halt jetzt eine gute Aufteilung. Ich mach gleich mal zwei. Einfach nur für den Kaffee vielleicht.
Passt das noch dahin? Hallo? Willst du mich verarschen? Jetzt kann ich das Ding nicht aufmachen? Jetzt. Ja, ist dann hier ein bisschen enger, aber das ist nicht so weit der Wilde. Ich hoffe, ich merke mir das mit dem Kaffee. Achso, du kannst damit rauskommen. Alter, nimm das Regal. Toll. Nee. Warum nimmt er das Regal nicht mit? Ich stelle es einfach bloß drum rum. Ich meine, hier kommen wir ja noch durch. Das passt schon alles. Das ist schön. Cool. Hä? Hallo? Was zum... Speichern und einfach neu starten. Dann passt das schon, weil ich durfte jetzt auch den Preis nicht ändern. Jetzt darf ich es nehmen. Ist das andere egal noch? Ist das... Hä? Ach so, der... Der packt es halt immer gleich aus. Warum zum Fick steht das... Nee. Oder? Ja, doch, muss ich. Ich hoffe, der hat mir jetzt nicht noch irgendwas anderes beim Speicherdings hier, na, kaputt gemacht. Das soll bloß ungefähr ran. Komm. Okay, lass mal. Oh, stoppt schon wieder. Lass mal gucken, darf ich es jetzt nehmen? Okay, jetzt darf ich es nehmen. Okay, ich stell's nochmal draußen hin. Hä? Ich meine, vielleicht habe ich mir jetzt so in gratis Regal ergaunert. Und warum ist das Schokipick in groß? Hä? Ich meine, da hätte ich lieber diesen arschteuren Kuchen genommen. Und verschwunden ist er. Mal. Alter, das ist doch nicht möglich, Spiel. Ich kann auch nicht mehr Escape machen. Oder. Jo. Okay, ja, gut. Okay, es ging Gott sei Dank auch so zum Schließen. Ja, ist heute nicht Horror, aber das, was ich vorhin meinte, ist jetzt wieder passiert. Vorhin hatte ich, wie gesagt, knapp 170 Stunden. Jetzt steht hier 142 Stunden.
I don't know. Ich warte jetzt einfach mal. Oh, ging aber schnell. Ich weiß nicht, mit was er da Probleme hat. So, ich gehe jetzt nochmal reingucken. Das Regal ist natürlich wieder hier. Jetzt mache ich mal in dem scheiß Regal. Okay, das geht aber. Okay, ist wieder so. Das ist der Karton. Och, Junge. Ich wollte doch bloß ein bisschen rumprobieren, Mann. Okay, pass auf. Ich will bloß mal gucken. Ich rühre den Karton jetzt da nicht an. Ne? Ich will bloß das in der dämliche Regal da weg haben. Da muss der doofe Karton halt das unser Markenzeichen, keine Ahnung. So, einfach bloß, dass wir das hier reingestellt haben, dann wieder rangestellt, dann wieder gespeichert und dann gucke ich mal, ob das überhaupt speichert. Wäre halt ungeil, wäre halt sehr ungeil, wenn nicht. Der Evil Karton. Mache ich ihn jetzt so? Ich meine, ich habe noch einen anderen Save-File. Aber wenn der nichts speichert. Ich meine, ich weiß ja da noch nicht, inwieweit. Wir sind doch so ganz komisch in dem kleinen Regal drin. Das Problem ist, ich kann ja da meinen Fortschritt auch nicht speichern. Also ich habe zwar noch ein Save-Game vorher gemacht gehabt extra, wegen Mods und so, aber da war ich halt noch nicht so weit. Also mit der Kohle und alles. Aber es speichert halt nichts. Ich kann das halt bloß immer wieder hinräumen und hast du nicht gesehen. Das in dem Karton liegt. Ich den mal nehme und wegschmeiße. Okay, ich dachte, der hätte ihn jetzt hier. Hier habe ich jetzt auch noch mehr Regale. Die ich ja nicht brauche, die kann ich ja in sich auch wegschmeißen. Obwohl, nee, stimmt gar nicht. Eins kann ich gebrauchen. Ja, aber es ist trotzdem ein bisschen frustrierend, wenn der jetzt wirklich nichts speichert.
Hä? Ja, ist alles klar. Ich meine, was wir machen, vielleicht im Regal liegt es, glaube ich, nicht. Oder liegt es vielleicht doch an dem Regal, weil da... Als ob das zugemacht hätte da. Ich habe mich nämlich schon gewundert gehabt. Also dementsprechend, also wenn das nicht hinhaut, ich kann mal ein anderes Safe-Game reinladen, dass er das dann nimmt. Dann muss ich halt alles nochmal machen, aber ich möchte heute wenigstens auf jeden Fall den Rest so weit zeigen. Ging das? Ich bin mir ein bisschen unsicher. Vielleicht regelt sich das auch wieder von alleine? Nein. Ach, da ist es. Oh, Gott sei Dank. Wenn ich jetzt zum Beispiel noch einen Tag durchlaufen lasse, wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. I don't know. Ich mach bloß mal auf und will mal gucken, ob ich mich verrechnet habe oder nicht. Versuche mir jetzt davon mal die unterkriegen zu lassen, aber es wäre halt wirklich scheiße, wenn halt doch war richtig, wenn das so weit nicht geht. Mal gucken, wie er aussieht. Natürlich ist der Platz jetzt da nach hinten Alter. Okay, okay. Ist dezent mehr geworden. So viel Platz brauchen wir gar nicht. Andere nicht richtig hinten dran, warte. Oder ist da wieder irgendeine Stufe oder irgendeine Kante, dass das nicht ging? Probier das mal an den Füßen auszurichten. Weil ich das ja eh so in Reihenfolge hatte, ne? Würde dann quasi bitte dann hier hinkommen. Typ. Ist das wegen dem Fenster? Könnte. Und dann könntest du zwischen den Dings doch richtig. Scheiße. Zahnpasta. Ja, ja, ich weiß. Oh, Junge. Warte. Wir haben Platz. Ich stell mal da hin. Ich hab die scheiß Zahnpasta vergessen. Aber ganz ehrlich, da war jetzt das Regal dran schuld. Ich kann's nicht. Ich kann ja den Preis nicht ändern. Geht nicht. Hier geht. Vielleicht ist die Zahnpasta verbuggt. Ich weiß, dann ist es so. Dann kriegen die dann eigentlich das Zeug gratis. Weiß nicht, so viel habe ich ja nicht gekauft. Okay, lass Lager weiter umräumen hier. Aber ich verstehe nicht. Hä? Nein, Mann, gib mir das Ding. Okay, warte mal. Ich meine, wir haben ja Platz, wir haben ja Platz. Das Schöne ist, die anderen beiden Regale, die ich mir aus Versehen ja gekauft habe, die da schon Ewigkeiten drin rumstehen. Äh,
die draußen rumstehen, nicht drinne, kann ich jetzt wenigstens einem Nutzen zufügen. Mal, willst du mich verarschen? Was ist denn da, dass du... Aber es ging doch bei den anderen auch. Oh lol, jetzt ist ja hier ein Lichtschalter, das habe ich... Okay, wir können im Lager halt auch Licht noch anmachen. Doch richtig rum hatte ich's. Hä? Ja, nö, da muss ich die anderen... Ich meine, Platz haben wir jetzt, ne? Die anderen vorstellen. Weil das sieht ja sonst... Das sieht ja sonst richtig dämlich aus. So. Und ich hoffe, wie gesagt, dass das funktioniert. Dass wenn ein Tag rum ist, ich überlege, wo das war. Ja, ich konnte dies nicht finden, ich konnte das nicht finden. Ah, jetzt kriege ich das hier wieder nicht hin, ne? Okay. Ich meine, ich muss ja nicht so nah ranpacken. Wir haben... Doch, so ist richtig rum. Ich würde dann vielleicht hier sogar ein Ding einfach freilassen. Doch, von hinten angefangen, ja. Ja, ich würde sagen, ist es in dem schon wieder 18 Uhr? Ja, ist es. Ich bin gespannt, wie viele Beschwerden ich heute kriege. Von wegen, dieses ist nicht da, das ist nicht da, jenes ist nicht da. Dann können wir das auch ein bisschen weiter rüber machen. Ich weiß, aber ich kann das ja nicht. Ja, so wird es bloß, wenn ich hier wieder ins hinpacke. Aber wir haben ja Platz. Wollte gerade sagen, Kollege. Na, pass auf, wo du lang latscht. Wir können ja dann noch ins vorne freilassen. Einfach bloß, dass wir ein bisschen mehr Bewegungsfreiraum haben. Falls wir jemals wieder irgendwas einräumen sollten. Was ich eher fast nicht glaube. Okay, ihn kann ich noch hin. Dann müsste das der hier sein. Ja, ich könnte noch ihn hinquetschen, will ich aber ehrlich gesagt nicht. So, komm du mal mit. So rum. Stehen die jetzt ineinander? Warte mal. So. Oh Gott, der kam mit als letztes, glaube ich, ne? Was sagen? Verpiss dich, Typ. Hä?
ich weiß jetzt nicht, warum das nicht ging, aber okay. Ja, lassen wir so. Jo, lassen wir so. Ja, 6er Milch, die finden halt gar nichts mehr, ne? Denn ich kann ja meine Möhre auch nicht 24/7 laufen lassen, bloß um den Supermarkt-Simulator zu Ende zu kriegen. Achso, das war das Ersatzregal. Das ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Können wir das nämlich dahin machen? Und unser Lokusregal. Wie machen wir ihn am Gelb am besten? Ich meine, da kommt ja nicht weiter mehr. Ich meine, so super viel Gedanken um Stauraum brauche ich mir sowieso nicht machen. Weil, warte mal. Ach doch, wir haben ja noch immer noch das andere Scheiß aus Papier. Leute, ich probiere hier so. Das kommt ja eigentlich bloß noch ein bisschen Suff. Und Bücher. Und die Bücher brauchen nicht viel. Nein, ich kann das auch nicht mehr aufmachen. Doch, jetzt ging's. Manchmal ist echt komisch. So, warte mal, ich habe doch hier extra. Nee. Und es ist noch. Okay. Ich vergaß ja, die füllen das ja auch von der Straße auf. Hey, ne? packen wir immer da. Ja, doch, das reicht. Da brauchen wir bloß eins. Da brauchen wir bloß eins. Ja, ich habe ein Regal extra gekauft, um es wegzuschmeißen. So, und dann kommst du nämlich immer dahin und immer dahin. Das Klopapier können wir eigentlich. Ich weiß, es wird nicht reichen. Achso, ich habe hier noch einen zweiten. Aber das müssten wir uns auf jeden Fall nochmal markieren. Obwohl, nee. Ich kann ja hier noch ein Regal hinpacken. Fürs Klopapier. Und das kann ja dann noch für. Wie viele Bücher kriegen wir denn eigentlich noch? Ist dunkel hier. Lizenzen. 2, 4, 6, naja. Aber im Endeffekt, wie gesagt, man braucht halt nicht mehr wirklich viel. Und ich bereue es halt ehrlich gesagt echt, dass ich dieses Eckregal gekauft habe, um zu gucken, wie es vielleicht aussieht, weil. Ich habe mir ein bisschen das Gefühl, dass mir das alles. Oh! Das alles ein bisschen zerstört hat. Großer Gefrierschrank. Ich würde mal ein großes Regal spaßeshalber kaufen. Kann ich jetzt zwar sowieso noch nicht machen. Aber einfach mal um zu gucken, wie das aussieht. Achso, ich könnte ja auch den Herrschaften hier. Einfach mal um zu gucken, wie das aussieht. Und wie viel da reinpasst. Naja, Toilettenpapier. Ach, das
ist aber echt frustrierend. Weil wenn das jetzt heißt, also ich glaube, der speichert ja sowieso nach jedem Tag. Deswegen probiere ich das jetzt nochmal laufen zu lassen. Dass das funktioniert, dass mir das nicht als zerschossen hat. Also das muss ich mal meinen anderen Spielstand nehmen. Das Problem ist bloß, der andere Spielstand war, wo es aus dem letzten Stream raus sind. Und dadurch, dass das ja relativ lange dauert, um auf 130.000 zu kommen. Und ich hatte, glaube ich, noch mit den alten Mods bis 40.000 gemacht gehabt. Und das war's dann. Ja, es dauert halt. Und da hatte ich halt noch nicht die Lizenz gehabt. Boah, ist das kacke, ey. Weil dann muss ich halt, ich will nicht aufgeben, ich werde dann, denke ich mal, trotzdem nacharbeiten, aber umso länger dauert es halt. Für mich, nicht für euch. Aber dieses Kackregal. Oder dieses, ich weiß nicht, weil ich kann. Liegt es am Regal? Nein, warte. Ich kann den Tag nicht beenden. Ich kann den scheiß Tag nicht beenden. Es speichert das mit Sicherheit auch nicht. Ich kann den fucking Tag nicht beenden. Ja, war halt wirklich bloß ein sehr kurzes Vergnügen. Ich dachte wenigstens anderthalb Stunden, aber nee. Aber, ich meine, das Gute ist, ich hab's ja auf Video. Ich weiß nicht, ich kann es mir nur vorstellen, dass es an dem Eckregal lag. Kann ich das eigentlich theoretisch wieder einpacken? Wie ging das immer? Jo. Brauchen tun wir es sowieso nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich ein ganzes Regal mit Zahnpasta wegschmeißen kann. An irgendwas muss es ja liegen. Es geht nicht. Egal, was ich hier wegschmeiße, also die ganzen neuen Sachen, ich... Achso, ich muss ja erstmal. Und da steht dann halt immer, drücke nochmal hinter. Also ich habe jetzt... Ist eigentlich recht passend, dass jetzt das letzte Lied von der Playlist kommt. Also gut, Lager, ich weiß nicht, ob ich es mir merken kann, aber es ist mehr oder weniger für mich, dass ich hier bloß nochmal durchgehe. So wird es dann aussehen. Eigentlich schöne Geschichte. Das kleine Regal und so würde ich schon ganz gerne haben wollen. Für den Kaffee und für da hinten die Zahnpasta. Vielleicht ist die Zahnpasta auch verbackt, ich weiß es nicht. Aber da ich ja nichts machen kann. Der speichert den Shit halt auch nicht. Wir werden wieder... Okay. Galetta.
Oh Gott. Nee, das war's nicht. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt auf einmal funktioniert. Willst du mich verarschen? Ist doch. Also manchmal die Preisanpassung ist so ein bisschen komisch. Also ja, das Regal ist weg. Meine ganze Zahnpasta ist weg. Die stimmt gar nicht. So, warte mal. Nee. Ich brauche erstmal wieder ein neues kleines Regal, ne? Hehe. Okay, dann habe ich nicht gesagt, kleines Regal. Was wir auch machen können, ich könnte mir mal. Warte mal, ich wollte ein großes Regal, das habe ich noch drin. Man könnte sich theoretisch einfach mal so ein bisschen durchkaufen. Natürlich, jetzt ärgere ich mich, dass ich die. Dass ich das weggeschmissen habe. Hat ja alles Geld gekostet. Aber bitte, bitte, bitte sag mir, dass das jetzt geht. Weil dann wäre wenigstens nicht alles umsonst gewesen. Wo hatte ich denn? Oh, ich habe jetzt schon gedacht, Alter, wie der hängt jetzt beim Dings fest. Was macht er? Nee, mein Freund. Du rennst zur Zahnpasta, ne? Nichts ist. Ganz ehrlich? Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist das kleine Regal. Es ist einfach nur das kleine Regal. Oder das. Ich meine, ich packe das halt zwischendurch immer aus, weil ich. Was machst du? Genau, was er gemacht hat. Weil ich immer renne und das auspacke, kann ja auch manchmal daran liegen, dass das dann irgendwo in der Luft schwebt. Aber das ging halt früher eigentlich. So, warte mal. Oder haben wir schon ein großes Regal? Ach, das ist schon ein großes Regal. Okay, ja, gut dann. Aber da sollte ja eh, glaube ich, Klopapier rein, ne? Okay, es hat ein Ding mehr. Okay. Trotzdem sonst nicht so spannend. Oder liegt es allgemein bloß an der dämlichen Zahnpasta? Ich meine, wir können es ja theoretisch rausfinden. Ich habe ja hier noch Platz. Kleinen Regal, also keine Ahnung warum. Muss ich manchmal nicht verstehen. Okay, ich sag nicht an der Zahnpasta. Das wäre schon mal gut, ansonsten hätten wir das Produkt halt nie holen können. Sondern bloß an dem dämlichen kleinen Regal. Warte mal, ich hole mal das Toilettpapier, war ja komplett alle, ne? Hatte ich mir schon markiert gehabt? Ich weiß das gar nicht. Ach hier. Ach da. Jetzt holen wir nochmal eins. Zahnpasta. Oh, Zähne. Ich meine, den Rest brauche ich auch. Aber großartig viel mehr will ich ja gar nicht machen. So, die fangen hier an.
gucken. Obwohl. Hä? So. Alter, oben ranzukommen ist ja richtig knifflig. So, dann mache ich es nämlich so. Und das andere Scheiß aus Papier. Haha. Kann ich nämlich dann hier machen. Die haben das jetzt aber auch aufgefüllt, oder? Jo. Also das andere nicht. Aber gut, den Rest räumen sie rein. Sehr schön. Ich speichere nochmal. Wenn man mal wissen würde, wie die Fliesen aussehen alle. Ich meine normalerweise, weil dann wäre das hier so ein Special-Gang mehr oder weniger. Was du halt bloß bei den Kassen hast. Den Rest müsste ich dann mal gucken. Könnte man sich theoretischerweise auch an den Fliesen so ein bisschen orientieren, wie ich die Dings hinstelle, ne? Du musst halt bloß ein Stückchen zurück. Obwohl, das könnte man. Ich könnte ja mal ausprobieren. Ja, geil. Ach, Mann. Spiel. Ich würde halt gerne auch sehen, wo ich das Ding hinpacke, Mann. So, wenn ich das jetzt hier. Ja, knapp. Irgendwie besser. Fast auf einer Reihe. Bin ich ja schon wieder am Überlegen, ne? Die Bodenplatten, aber jetzt habe ich sie schon gekauft. Ich glaube, das sind die, die wir eh drin haben. Bin ich mir aber nicht ganz so sicher. Können auch die sein. Und der Rest ist so hier. Erstmal gucken könnte, wie es aussieht. Wird das eine Sohne? Geht eigentlich. Aber hat ein bisschen was vom Badezimmer, ne? Ja, kann gut sein, dass das jetzt ein bisschen sehr viel Geldverschwendung ist, was ich gleich mache. Hm, kann ich die eigentlich auch? Schade. Aufnehmen nochmal kann ich sie nicht. Was für ein ominöser Karton? Ah, meine ich noch ein bisschen. Nee, weil eigentlich wollte ich es dann mehr. So, so. So quasi, dass du den, naja. Wie so Hauptbereich hast. Boah, das ist halt schon krass. Und ich bin halt im Dekorieren nicht wirklich. Ne? Man merkt es vielleicht. Thank you.
Ich wollte halt ein bisschen andere Farbe da rein. Ach man, egal, ich probiere mich halt mal ein bisschen aus. So. Dann wollen wir noch zwei machen. Eine Kohle haben wir ja und hey. So, dann hier so. Ich wollte gerade sagen, warum habe ich nochmal zwei von denen geholt? Aber selbst hier siehst du doch schon, wenn das in die Dings. Geht das ins Lager rein? Nee. Wenn das schon so ist, dann ist. Also. Das ist halt nicht wirklich gut durchdacht. Mit den Maßen. Und das ist halt auch ein bisschen so das Frustrierende. Also toll, jetzt fehlen mir jetzt zwei Dinger. Okay, weiß hatte ich noch immer, ne? Weiß nicht, das ist halt so ein bisschen das Komische. Nee, da kommt noch Dings hin. Das wollte ich, glaube ich, erstmal so lassen. Kann ich das eigentlich auch ins Regal packen? Nee, aber ich kann hier. Toll. So, machen wir erstmal wieder zu. Nein, wir machen zu. Stellen es erstmal hier ab. Was braucht ihr noch? Da, ja, doch, schwarz. Könnt ihr theoretischerweise auch einen Fußbodenbelag für jede neue Abteilung mehr oder weniger machen. Ob das so sinnvoll ist, ist dementsprechend noch eine andere Frage. Weiß nicht, für gewisse Leute könnte es ja vielleicht gut aussehen. So. Da ab hingestellt. Jetzt noch mal ganz genau irgendwann anpassen. Sache ist bloß, ich traue mich halt jetzt nicht so wirklich an die anderen Regale ran. Zumindest die kleinen. Aber die hatten wir eigentlich von Anfang an. Ich weiß nicht, warum die nicht mehr funktionieren. So eine für in der Mitte wäre an sich halt auch cool. Aber hier sowas viereckiges Regal ist ja, denke ich mal, so ein komplett drumrum, wo ja eigentlich Süßigkeiten und also ein da hinmachen kannst oder auch die Schoki-Pick und so. Ich glaube, das sind ja vier Sorten, das würde auf jeden so ein Ding supi passen. Das wäre halt eigentlich so großer Kühlschrank abgerundet für Eis ganz nice. Also kann auch sein, dass ich die nochmal hole. Problem ist halt bloß. Ohne Karton wird ein bisschen schwierig. Oder ich muss halt alles noch mal ein bisschen vergrößern. Ach nee, das ist kein Kühlschrank. Nee, da kommt ja gar kein Eis rein. Großer Gefrierschrank wird wahrscheinlich bloß ein Ding mehr sein. Okay, dann vergiss, was ich gesagt habe. Aber hier genau für Käse und sowas. Ne, wäre das ganz nice. Eigentlich so ein kleiner Kühlschrank abgerundet auch. Halt durch diese Rundung. Das wirkt dann halt wie Käsetheke. Das würde ich mir trotzdem ganz gerne eigentlich mal angucken, aber da ich jetzt ja so ein bisschen Angst habe, dass ich das nochmal, nicht dass dann nochmal irgendwie sowas passiert, werde ich erstmal, naja, die Herrschaften hier, die da und unsere Flitzpiepen hier draußen, das sind ja eigentlich die, die eigentlich hier arbeiten. Ich bestelle ja nur und lasse die dann machen. Habe ich das nicht drin? Ach doch, habe ich drin gehabt. Ich werde auf jeden Fall Geld einsparen müssen. Aber so mit einem größeren Lager, wo du dich ein bisschen besser wieder bewegen kannst und Übersicht hast, auch wenn ich selber jetzt nicht nutze, finde ich eigentlich schon ganz nice. Klar hätte man das noch ein bisschen enger machen können, dass das hier alles vernünftig zusammenpasst. So. Ich hätte eigentlich bloß das noch ein bisschen weiter rüber machen müssen. Mache ich vielleicht auch noch, keine Ahnung.
Aber im Endeffekt sehr viel brauchen wir ja ohnehin nicht. Na? Ja, das kann ich doch mal hier hinstellen. Ich hätte ja, wie gesagt, doch nicht gedacht, dass wir das jeweils nochmal brauchen werden. Aber was ein bisschen lachhaft ist, ja, das große Regal geht bis oben hin, aber es sind halt bloß zwei Slots mehr. Und so viel. Was der denn jetzt so? Du bist so ein Trottel, Alter. Bloß weil dein neues Egal, nicht aufregen. Ich weiß, ich wollte noch sortieren. Aber ganz ehrlich, habe ich nicht mehr so Lust drauf. Dieser Schock, dass das nicht gespeichert hat und bla, das war gerade ein bisschen. Und wie man ja auch hier sieht, ist das haut teilweise vorne und hinten hin mit den. Vielleicht muss das jetzt noch verkauft werden. Hier genauso. Ich lasse ja nie irgendwie was ausgehen. Außer aus Versehen, dass das dann wieder passt. So von der Höhe her. Aber halt eine Sache noch zu dem, was am frustrierendsten ist, dass du halt, ich weiß nicht, war das schon ab Level 60 oder so, immer bloß 5.000, 6.000 pro Tag Reingewinn machst und der Rest an Erweiterung und Lizenzen ist so schweinteuer gerade. Also Lizenzen nicht mal unbedingt, aber gerade die Erweiterungen sind so schweinteuer, dass das halt eine halbe Ewigkeit braucht. Das hätten sie zuerst anpassen müssen. Also ja, dass die Dinger, dass die Leute da draußen das einräumen und so, alles schön und gut, aber das ist halt der frustrierendste Part. Und, warte mal, was wollte ich eigentlich gerade noch sagen? Achso, was mir immer schon ein bisschen suspekt vorkam, aber jetzt durch die Fliesen hat man mal so einigermaßen den Beweis von den Abmessen her. Das funktioniert so nicht. Ich meine, wenn man jetzt hier weitergeht und hier vielleicht noch eine halbe ins Mauerwerk reingeht, dann ja, dann funktioniert das wieder, weil hier ist eine halbe und drüben ist eine halbe, aber von diesen Abmaßen her, selbst wenn ich hier ein Eckregal hinbaue und das schön exakt daran mache, du wirst trotzdem irgendwo noch so einen Spalt haben. Also vielleicht ist das auch der Grund, warum kein Clipping-System vorhanden ist. Vielleicht hat man es sich dann irgendwie zu einfach gemacht oder so. Ich kenne mich ja mit Programmierung oder so nicht aus. Aber das ist halt so eine, was halt so ein bisschen nervig ist. Ansonsten können wir so mit dem Supermarkt schön zufrieden sein. Doof ist natürlich, dass ich hier kein kleines Regal reinbauen kann, um die Zahnpasta dahin zu machen. Sondern bloß hier neben dem Kaffee. Ich meine, ich könnte halt theoretisch alles eins weiter rüber und dann habe ich die Zahnpasta hier um die Ecke rum. Wir könnten theoretischerweise die Zahnpasta auch hier zu dem Alkohol stellen, weil dann das würde auch gehen. Aber ob ich das alles so unterkriege, wie ich mir das vorstelle, eher schwierig. Achso, hier, Christy ist ja sogar bis drei Sachen. Dafür ist 1, 2, 3, 4, 5 mal Zucker. I don't know. Es ist auch bei manchen Sachen so ein bisschen komische Anzahl alles, ne? Also ich habe jetzt im Kopf dieses Vierer-Ding, was man theoretisch in der Mitte stellen kann. Jetzt noch Mayo hinpacken können, machen können, das hätte gepasst. Aber die haben es eher so mit von den Kuchen, von der Form. 1, 2, 3. Die haben das irgendwie mit 3. Weiß ich nicht. Ist ein bisschen sehr komisch. Naja. Ist vielleicht doch eine besondere Bedeutung. Who knows? Dementsprechend, man hört es, glaube ich, schon seit einer Weile. Obwohl, das finde ich eigentlich ganz nice. Jetzt bräuchte ich hier halt bloß noch theoretisch eine Abgrenzung mit Regale. Die aber zu uns zeigen. Und dass wir dann hier wieder ein anderes Dings haben, ne? Ist mir auch noch nicht eingefallen. Also sehr viel werde ich hier aber nicht ändern, gerade da hinten nicht bei den Büchern, da hatten wir das ja eh schon durchgekaut gehabt. Aber mit den Kühlschränken und den Regalen
dass ich ein bisschen was vielleicht ändere. Vielleicht mache ich hier wirklich zu, dass die nicht durchkommen. Ne, dann können wir das hier den Fliesen auch mäßig anpassen und dass wir hier drüben dann irgendwas anderes machen. Dass ich die vielleicht die Tiefkühltruhen. Ne, die können wir dann da hinstellen. Im letzten Stream soll ja wirklich nicht bloß kaufen, fertig, gut. Dann dauert der wirklich nur eine halbe Stunde, sodass wir dann auch ein bisschen rumdekorieren. Und ich hoffe, dass nicht so eine Scheiße passiert wie heute und ich kaufe mir ein bestimmtes Regal und dann funktioniert das beim Speichern und alles nicht mehr. Das wäre nämlich sehr, sehr schade gewesen. Juli, dementsprechend würde ich mal. Ich kann ihn mal jetzt so zum Desktop machen. Ja. Würde ich die Sache an der Stelle wenden. Wie gesagt, hier ist komisch. Ich weiß nicht, ob ich es dann vorhin schon mal drin hatte, aber es stand mal irgendwas mit 170. Müssten es jetzt sein, jetzt doch nicht mehr. Keine Ahnung. Nach dem Stand müsste theoretischerweise The Forest sogar noch drüber sein. Aber ich muss ja erstmal noch eine Weile ranklotzen, sag ich mal, dass wir unsere 450.000 haben, um mal alles zu holen. Diesmal aber wirklich. Dementsprechend heute bloß eine kurze Runde von anderthalb Stündchen. Sollte aber auch passen. Und wenn wir irgendwann wieder die Supermarkt-Simulator spielen, dann habe ich auch so viel Geld, dass wir uns den Rest leisten können. Aber das wird, wie gesagt, noch eine Weile dauern. Und um ehrlich zu sein, freue ich mich schon so ein bisschen auf mal einen anderen Simulator. Weil hier habe ich mindestens noch zwei. Und ich weiß, welchen ich davon als erstes mache. Mal gucken, ob der so gut ist wie der erste Teil. Der eine oder andere kann sich. Nee, ist hier noch nicht mit drin. Kann sich vielleicht denken, was ist. Okay, Judy, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Beziehungsweise nachgucken auf YouTube. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.